In der beeindruckenden Naturkulisse des Römersteinbruchs St. Margarethen finden vom 18. Juni bis 21. August wieder die Passionsspiele statt. Erkennbar ist dies aber jetzt schon an der Vielzahl von Männern mit stattlichem Bartwuchs. Rund 600 Leute sind auf und hinter der Bühne ehrenamtlich im Einsatz und vielen im Ort werden die Passionsspiele regelrecht in die Wiege gelegt. Wir waren bei den Proben und haben mit den Jesu-Darstellern über ihre Intention gesprochen. Liebet einander. Wie ich euch liebe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Alle 5 Jahre wieder ist ein ganzes Dorf in Aufruhr, denn dann werden die Passionsspiele aufgeführt. Ganz St. Margarethen ist auf den Beinen, ehrenamtlich. Das ist, glaube ich, sehr schwer vorstellbar, ja. Und man hört auch immer wieder, dass sich andere Leute nur schwer vorstellen können, warum Leute so viel Zeit und Energie aufwenden, um bei den Passionsspielen dabei zu sein. Aber es hat tatsächlich eine eigene Energie. Und diese Energie mobilisiert rund 600 Personen, die dann vom 18. Juni bis 21. August auf und hinter der Bühne im Römersteinbruch agieren. Eine große, freudige Herausforderung für die Regie. Das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen kerniger das Ganze. Nicht einer, der mein Brotass hat mich, sondern einer, der mein Brotass hat mich hintergangen. Judas! Probieren wir das jetzt noch einmal. Ich habe vor 5 Jahren die Freude gehabt und wurde damals gefragt vom damaligen Regisseur, vom Professor Herzl, ob ich die Assistenz mache. Und muss sagen, das waren also für mich ganz, ganz tolle Wochen. Erstens einmal diese Gemeinschaft, die habe ich also noch nie irgendwo erlebt. Die Freude, der Enthusiasmus. Die Leute opfern ihre Freizeit. Und zwar wochenlang, dann wenn man in den Steinbruch geht zum Probieren, sogar Samstag, Sonntag. Also viele Wochen, kein Wochenende. Ich finde das also erstens einmal ganz toll. Und was mich ganz besonders berührt, ist die Kinder. Ich kenne vor 5 Jahren die kleinen Ungeborenen. Die Mütter haben dann die Kinder auf die Welt gebracht während dieser ganzen Zeit. Und dann, was weiß ich, 14 Tage, 3 Wochen später, in diesen Umhang da hinein, waren die Babys wieder dabei und jetzt laufen sie mit 5 Jahren entgegen. Ich finde, und freuen sich auf die Produktion. Das ist es. Also das finde ich also ganz, eigentlich einmalig. Was tust du da? Was tust du da? Bist du verrückt? Bist du verrückt? Hat dich der Satan in den Gaumen? Der Satan! Nicht mich, nicht mich, nur euch! Nur euch, heißt es nicht in der Schrift. Mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein, doch ihr macht aus ihm eine Markthalle und eine Räuberhöhle! Gebt euch hinweg aus meinen Augen. Hinweg! Hinweg! Wie man sieht, klappt das schon recht gut bei der Probe und alle sind schon motiviert, bis es dann wirklich rausgeht zum Römersteinbruch. Es ist jetzt schon eine sehr große Freude, herauszukommen zu den Proben, weil man nach langer Zeit wieder mit vielen Menschen zusammenkommt, die man sonst vielleicht nicht so oft trifft und mit denen man dann auch die Gelegenheit zu sprechen. Und wenn man dann draußen ist, im Römersteinbruch selbst, die Kulisse, das ganze Ambiente einatmet und sich dort wirklich schon langsam auf das tatsächliche Spiel einfüllen und einleben kann und dann gegen Ende hin auch schon in der richtigen Tracht ist, in der Passionsspielkleidung, dann hat das natürlich nochmal frei werdende Kräfte.